das nicht nur auf den kulinarischen Punkt bringen will, sondern auch geografisch gesehen befinden wir uns hier an einer sehr exponierten Stelle, nämlich im nördlichsten Bereich, in dem überhaupt Weinbau oder Qualitätsweinbau betrieben werden kann. Also man kann hier einzigartige Weine aufgrund der einzigartigen Lage produzieren. Wenn man Europa als Kulturraum definiert, dann ist aus dem Aspekt auch Naumburg ganz besonders ein europäischer Ort, kann man fast sagen. Ich bin Matthias Hai und ich bin Winzer in Naumburg. Die Umgebung ist auch schon sehr früh meine Heimat geworden, weil ich bin hier in Kloster Pforta zur Schule gegangen. Und dann war ich zum Studium in 2 Jahre in Italien, habe dann aber wirklich schnell den Wunsch bekommen, wieder zurückzukehren. Das hat mit meinen Eltern angefangen, wie es so häufig ist. Und dann sind auf einmal 2 Generationen am Start, die natürlich auf demselben Raum ihre Ideen, ihre Ansprüche verwirklichen wollen. Das führt manchmal zu Reibungen, aber ich sag mal, wo Reibung ist, entsteht auch was Gutes meistens. Und so ist es bei uns eigentlich. Also mein Vater hier, der gerade den Korb ausgibt, ist mein Vater. Meine Mutter, die bereitet gerade das Mittagessen vor drüben im Weingut. Also es ist schon noch Familie, die hier das Ganze mit am Laufen hält. Guten Appetit. Für mich ist eben der Wein eine Welt, in der so viele Ideen drin stecken, dass es eben eine Herzenssache geworden ist. Ja. Es verbindet eben für mich viele Bereiche, eben, die ich sehr schätzen gelernt habe. Nämlich einmal dieses Bodenständige, dieses Verwurzeltsein an einer Stelle auch sein, hier in Naumburg. Aber eben auch, dass der Weinbau mit Kultur zu tun hat. Also Wein ist für mich eben nicht nur ein reines Lebensmittel, sondern es ist ein Kulturgut. Da steckt ein bisschen Philosophie drin. Und deswegen lag es für mich ganz nah, auch eben das Weingut als Kulturort zu etablieren. Und das ist so ein Selbstläufer geworden. Es macht viel Spaß und so ist das gewachsen, bis eben so ein sehr recht großes Jahresprogramm mittlerweile zustande gekommen ist. Also das Tolle ist, man ist hier an sich als Winzer schon ein bunter Vogel, sage ich mal so. Wenn man an der Mosel leben würde und dort Winzer wäre, würde man in der Masse an Winzern untergehen. Und dort gibt es so den Spruch, eher wer nichts wird, wird Winzer. Also, aber hier ist das ganz, ganz anders. Das Reizvolle ist eigentlich das Kleine hier, diese kleine Welt, in der man hier als Winzer lebt und auch wahrgenommen wird letztendlich.